Nur einen Katzensprung von Schwertberg entfernt liegt diese herrliche Burg, bei der so mancher Besucher rätseln mag, aus welchem Jahrhundert sie wohl stammen möge. Wer glaubt, dass dieses herrliche Schloss aus dem 15. oder gar 14. Jahrhundert stammt, der irrt gewaltig, denn hier gab es früher nichts anderes als einen großen Steinbruch. Ja, die ganze Anlage wurde in den letzten 36 Jahren von den Mitgliedern der Eisenbühne errichtet. Es gibt aber auch zahlreiche Leute, die etwas anderes behaupten, wie alt dieses Gebäude ist. Ja, so mancher glaubt oder behauptet zumindest, dass das ganze Gebäude 300 bis 400 Jahre alt ist. Und da muss man immer schmunzeln, wenn man sowas hört. Die Burg ist also gar keine Burg, sondern ein Theater. Erbaut wurde es von den 150 Mitgliedern des Vereines Eiserbühne. Die Anlage verfügt über zahlreiche Räume und Kammern und sogar über eine ritterliche Gaststube, ein Ritterstüberl und die Falstaffstube. Bis jetzt wurden in die Eiserbühne mehr als 20 Millionen Schilling investiert, das meiste davon in Eigenregie, in 2500 Veranstaltungen aufgebracht. 340.000 freiwillige Arbeitsstunden wurden dafür geleistet. Nein, was man in deinem Haus alles erlebt. Ich war 2 Jahre in Paris, aber sowas ist mir noch nicht fürs Gesicht gekommen. Die Eiserbühne ist bereits längst weit über Schwertberg hinaus bekannt. Die Aufführungen in dem ritterlichen Ambiente sind regelmäßig nahezu ausverkauft. Kenner wissen, rechtzeitig vor den Aufführungen zu kommen, lohnt sich. Was der schlechten Wind durch die Burg gewinnt und ist alles verdammt, liegt uns auch nichts lang. Darum nicht lange spekulieren, in der Herberg zeigt sich, was man kann. Nicht einmal 5 Kilometer entfernt von der Eiserbühne liegt diese richtige Burgruine, nämlich die Burg Windeck. Sie wird inzwischen wieder renoviert, ein mühsamer Vorgang, der hier von der gesamten Bevölkerung getragen wird. Die Mauern dieser romanischen Burgruine waren bereits so desolat, dass ihr 1980 sogar die völlige Schleifung drohte. In Windeseile scharte sich ein Arbeitskreis von 250 Leuten zusammen, der der Gemeinde Schwertberg garantieren musste, die Ruine wieder in einen stabilen Zustand zu versetzen. Heute hat sich die Ruine Windeck zu einer statthaften Anlage gemausert. Der Bergfried ist aus einem gewaltigen Bergschutt wieder auferstanden. Im Inneren finden jetzt kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Inzwischen ist die Burg wieder unter Denkmalschutz gestellt. Der Arbeitskreis Windeck hat für seine gewaltigen Anstrengungen vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung die Bundesmedaille für Denkmalschutz bekommen. Nur wenige Meter unterhalb der Burg liegt das Lichtenwagnerhaus, ein ehemaliges Verwaltungsgebäude und Gasthaus. Das völlig renovierte Haus ist zum Kulturhaus Lichtenwagner der Gemeinde Schwertberg avanciert. Ausstellungen verführen den Besucher in eine tausende Jahre alte Geschichte. Eine Besonderheit ist nicht nur die umfangreiche Türschlosssammlung aus 5 Jahrhunderten, sondern auch das Horndrechsler Museum Windeck.